Sondern wir hier auf meinem Kanal Elektrisch Mobil. Heute stehe ich mal wieder vor der Ladesäule, vor den beiden Ladesäulen hier auf dem Mitarbeiterparkplatz der Stadtverwaltung Moers. Hier ist der Vor, das ist jetzt so, genau. Moers ist eine Vorstadt hier von Duisburg und wird bestimmt bald hier in Duisburg eingemeindet. Nummer 1 sollte Moers im Jahr 1950 zusammen mit Homberg und eingemeindet werden, aber das hat leider nicht. Ich glaube, aufgrund von Bürgerprotesten, ein sehr schöner Tesla. Und hier steht auch was hier. Nur Dienstfahrzeuge der Schaffner Moers dürfen hier laden. Allerdings nur hier auf diesem linken Parkplatz. Der ist reserviert. Ja, aber, und ansonsten auf den anderen Stellplätzen darf jetzt hier jeder so parken. Haben auch sehr schön, ja, so kennzeichnet hier. Sehr schön. Ich nehme grün und das rechte Auto-Symbol ist nicht hier so ein offizielles Symbol, sondern das ist sondern ein Eigenbau quasi. Eine so eigene Erstellung. Das ist jetzt in meiner Hinochi-Ladesäule, ja. Immer noch RFID. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, aber manchmal geht das per App. Alle die nur so Hinochi-App. Hier nur diese Energy-App, das ist diese E-Charge-App und dann hier fehlt also Intercharge-Barcode, fehlt hier. Da hinten gibt es noch eine weitere öffentliche Ladung, das soll allerdings in so Energy sein, das ist Energieversorger, das ist eigentlich auch jetzt in Energy soll, aber was steht hier auf dem Schild? Ach so, Fraktion, okay, aber das hat ja gar nicht mit der Solarstoff zu tun. Das besitzt sich nur hier auf diesem Parkplatz. Aber viele parken auch einfach hier hinten und laden hier. Leider habe ich noch keine Elektroautos, das konnte ich leider nicht testen. Ich hätte auch mit der EMBB und so weiter so, dieser Test, ob das funktioniert. Ja, vielleicht lade ich kurz gleich die App runter und mal schauen. Ob ich als nicht so richtiger Kunde reinschauen kann, ob das hier in ob ich hier laden kann. Auf jeden Fall lädt er so Tesla, hier der rechte Tesla, auf jeden Fall lädt er. Also sehr viele lokale Leute hier haben diese so E-Charge App und mit der können sie hier noch so kostenlos laden. Und bald schon, wie weiß ich, wie schon erwähnt, kann man ja bald hier auch, wird ja bald auch nicht so schnell so schneller leben. Und zwar am Friedrich Ebert, weil das ist da am Bahnhof. Ja, und dort ist eine Schnellladestation mit einer maximalen Ladeleistung von 50 kW CCS. Und bestimmt auch Stadtdemo. Und da hinten soll es ja auch weitere Ladestationen geben. Hier diesen QR-Code eingescannt und und man kann ihn damit auch laden über diese so Web-App und das kostet dann ohne Versandrat kostet das 99 Cent so Kilowattstunde plus 58 Cent einmalig und dann in der App steht auch, dass es hier von den örtlichen Energieversorgung ist. Das heißt, dass hier nur das Brennen der Stadt zur Verfügung gestellt werden, die Lader von dem örtlichen Energieversorger hier. Und da hinten soll es noch weitere neue Leistungen geben und die Zufahrt erfolgt man hier und während der Behördenzeiten kann man hier natürlich hier nicht zum Laden reinfahren, aber nämlich da hinten, dann kann man kostenlos parken, auch wenn man nicht lädt, finde ich auch klasse. Dann fährt man hier rein, dann fährt man dahin zu der Solarstation und dann fährt man dann raus. In die Schranke steht, die Schranke ist so, aber die so öffnen sich automatisch, wenn man davor steht. Und dann öffnen die Schranke automatisch, da ist ein Sensor eingebaut. Dann fährt man einfach runter und dann kann man rausfahren.
ist auch nicht immer der Brücke hier. Das ist eins der Steuer. Das sind wir beide Steuerverschwendungsobjekte hier. Einmal das Mörser Rathaus. Und das ist einfach überflüssig. Und dann noch diese Luxusbrücke. Und da ist hier noch ein. Und da steht von Rosch so. Ab und dann zeigt unseren Abwasserkostenladen. Darf man dort nur maximal 3 bis 4 Stunden laden. Und das auch nachts. Und hier darf man noch hier. Nee, darf man noch unbegrenzt laden. Ja, ich bin Duisburger und bin einfach jetzt hier rüber gefahren. Aber draußen finde ich ja gar nicht mehr schön. Früher war es viel schöner. Vor rund 10 Jahren. Als das Rathaus noch nicht modernisiert wurde. Jetzt aber alles sehr schön. Alt, klassisch, aber Rathaus klassisch. Und das sieht heute aus wie ein moderner, wie ein halbmoderner Klotz. Und das hier muss abgerissen werden sogar. Die wollen jetzt komplett neu machen. Aber zum Glück haben sehr viele Bürger gar sich jetzt hier dagegen gewehrt. Und es ist mir kalt, das war aber dafür auf der anderen Seite. Fast auch schon hier mit dem Ende. Ich will noch hinten, aber ich werde die Aufnahme stoppen. Seit kurzem gibt es hier auch auf dem wieder am so alten Standort hier auf dem Papas Meerstraße direkt angrenzend zum Neumarkt an der evangelischen Stadtkirche. Und hier steht eine moderne Ladestation. Und ich habe gerade eben in der App nachgeschaut, in den Apps, einmal in der EMBW. Mobility Plus und dann noch einmal in der eCharge App. Da muss ich mir leider feststellen, dass die neuen Säulen in der EMBW App gar nicht vorhanden sind und in der Energy App nur so teilweise. Das heißt, die Ladesäule, an dem wir gerade eben waren, ist zum Beispiel in der eCharge App auf einmal nicht mehr drin. Aber wenn ich die Säule manuell freischalten, und dann steht die da auf einmal, das hat keine Ahnung warum. Und jetzt, ich sehe Intercharge. Die müsste in der EMBW-App sein. Ich schaue kurz hier diesen Argo-Code eingescannt. Und da steht, dass die Säule noch nicht verfügbar ist. Wie also die Abrechnungssystem über das Intercharge-System. Aber über die eCharge-App funktioniert das wohl. Ich weiß nicht, ob die Säulen auch im Messemodus sind oder nicht. Wenn das hier nicht funktioniert, dann müssen die eigentlich auch im Messemodus sein. Meines Wissens, keine Ahnung. Komm, hier kann man hier mit zweimal Typ 2 laden. Sehr, sehr gut hier. Hier ist natürlich hier ein so Fahrsparkeil. Ah, hier steht's. Ladesäule hier nicht verfügbar. Vielleicht geht das auch hier mit der eCharge-App nicht. Ich habe es nicht aus. Ich habe nur mal nachgeschaut, ob die Säule überhaupt im System vorhanden ist. Und es ist auch die neue Aufkleber hier von den örtlichen Energieversorger. Kein Firmenbranding oder so. Sehr schöne Lage hier in der Altstadt. Super, sehr, sehr zentral, kostenlos parken. Was will man mehr? Normalerweise hat man hier 1,50 € pro Stunde. Und als Elektroautofahrer meint man es gar nichts. Alleine funktioniert es heute noch nicht. Sehr schade, aber bald sollte die funktionieren. Bald geht die auf jeden Fall. Und die Bescherung ist ja auch noch nicht da. Offiziell kann ich hier jeder parken. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist die Zukunft der Mobilität. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Es gibt noch den neuen Tesla Destination-Charger hier im Parkhaus Braun. Aber der ist natürlich zu jetzt. Können wir da nicht vorbeischauen. Und mit Corona ist das auch ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Man muss übernehmen, eigentlich stehen über Sicherheitsleute. Und manche sehen es nicht so gerne, dass man ohne so ein Parkticket hochfährt. Das muss man auch verstehen.
Ansonsten, und das war's auch schon hier mit Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.